kaum jemand in der Weltgemeinschaft kann sich vorstellen, dass die Krim wieder zur Ukraine zurückkommt. Gehen Sie davon aus, dass die Krim wieder irgendwann einmal ukrainisch wird oder ist sie auf immer verloren? Also die Krim kann ohne die Ukraine nicht funktionieren. Das ist absolut klar und deutlich und ich sage Ihnen warum. Also man kann die Brücke bauen, obwohl es gibt große Zweifel, ob die Brücke in Kertsch doch gebaut wird. Man kann die Elektrizität irgendwie auf den Umwegen bringen, aber wie bringt man Irrigationswasser, also Bewässerungswasser dorthin? Die kommt nur, das Wasser kommt nur über die Ukraine. Jetzt benutzen die Okkupanten Grundgewässer, aber es reicht ja für ein Jahr, für zwei Jahre und dann. Sie hoffen, dass auch hier die Zeit die Krim wieder zur Ukraine zurückholt? Ja, absolut. Also ohne die Ukraine kann die Krim nicht funktionieren. Also jemand hat gesagt, also die Krim ohne die Ukraine ist wie ein Handy ohne Aufladegerät. Man kann eigentlich gewisse Zeit ein gestohlenes Handy genießen, aber an einem bestimmten Punkt braucht man das Aufladegerät und das ist die Ukraine.